Servus und hallo zum Vlog. Hier auf Mabache TV. Tja Leute, ihr habt in meinen Videos wahrscheinlich schon des Öfteren dieses Plakat gesehen. Es nennt sich Rollstuhlfahrer Bullshit Bingo. Der Kopf hinter dieser Kreation ist Laura Gehlhaar, eine Bloggerkollegin aus Berlin. Sie hat sich selbst Rollstuhlfahrerin und die hat dann all ihre Sprüche, die sie so im Laufe ihres Lebens als Rollstuhlfahrerin gehört hat, in die Form dieses Bullshit-Bingos gebracht. Und ja, ich kann sagen, viele davon kenne ich auch. Gehen wir sie mal am besten durch. Soll ich schieben? Ich hab mal Zivi gemacht. Tja, soll ich schieben ist generell immer eine gute Frage. Egal warum und wie man es nennt. Aber der Zivi-Zusatz, der ist ziemlich hinfällig. Weil was will ein Zivi, der in der PR-Abteilung am Roten Kreuz gearbeitet hat? Der hat wahrscheinlich auch nie einen Rolli in der Hand gehabt. Also Leute, wenn ihr uns helfen wollt, dann einfach fragen, nicht einfach hinpacken, sondern wirklich fragen und dann könnt ihr nie was falsch machen. Das ist ein Spruch, den habe ich selbst noch nie gehört. Du Arme, so hübsch und dann im Rollstuhl. Tja, ich bin auch hübsch. Und es hat noch keiner zu mir gesagt, ich bin arm, weil ich hübsch bin im Rollstuhl. Ja, leider. Tja, den nächsten. Unfall gehabt. Ist durchaus legitim, meiner Meinung nach. Kann man fragen. Geht einem zwar nichts an, aber man kann es fragen. Nur selbst verschuldet. Echt jetzt? Ist es dann weniger schlimm, wenn er mit 15 beim Karateunterricht bei einem Salto rückwärts sich das Genick gebrochen hat? Ist es denn selbstverschuldet? Oder ist es besser, wenn er von einem Auto angefahren wird? Selbstverschuldet? Ehrlich, ich saß auch mal 3 Wochen im Rollstuhl. Ich weiß genau, wie das ist. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich meine, lässt man sich den mal auf der Zunge zergehen. Ich bin auch mal 3 Wochen im Rollstuhl gesessen. Ich weiß genau, wie das ist. Das bedeutet, nicht behinderte Menschen können ein Leben im Rollstuhl, sagen wir, wie es in meinem Fall zum Beispiel ist, 37 Jahre, in 3 Wochen komprimieren, alle Erfahrungen, alle Emotionen, alle Erlebnisse in 3 Wochen komprimieren, um dann zu sagen, wie es ist. Fantastisch, also wenn das Teil des Nichtbehindertenseins ist, dann bin ich wirklich ab jetzt voll und ganz neidisch auf nichtbehinderte Menschen. Denn diese Fähigkeit hätte ich auch gerne. Naja, manchmal muss man einfach das Offensichtliche rauskriegen, ja. Oh, Sie sitzen im Rollstuhl. Ja, 10 Punkte für Beobachtungsgabe. Sie müssen das positiv sehen. Sie haben immer einen Sitzplatz. Wenn das jemand zu mir sagt, dann mag ich ihn. Weil das, da gehört schon Schneid dazu, das zu sagen. Und das trauen sich, ist meine Erfahrung nach, nicht viele Menschen. Wobei ich derjenige immer bin, der sagt, hey, ich habe zumindest immer einen Sitzplatz. Oder wenn es darum geht, dass jemand, dass das Sessel da sind und einer muss weggegeben werden, dann sage ich meistens, bitte, kannst du dieses billige Klump weggeben? Ich setze mich nicht auf so minderwertiges Zeugs. Ich brauche Eleganz, Motorisierung, bisschen Stil. Aber so einen blöden Ikea-Sessel. Nicht mit mir. Ich wäre auch mal fast in so einem Ding gelandet. Deswegen sind wir Brüder. Kann man da noch was machen?
Tja, wenn man da noch was machen könnte, glaube ich, dass derjenige oder diejenige nicht mehr sitzen würde. Aber, das ist eine andere Story. Toll, dass sie trotzdem rausgehen. Ja, finde ich auch. Was wäre die Alternative? Obwohl, jetzt liefert der Mäcki ja auch nach Hause. Da könnte man sich's überlegen, doch nicht mehr rauszugehen. I keep that in mind. Darfst du betrunken Rollstuhl fahren? Ich kann nicht immer betrunken Rollstuhl fahren. Ja, da mache ich noch ein. Da gibt's einen Link und so. Schaut euch das mal an. Kannst du Sex haben? Ja. Ich meine, geht jetzt auch niemandem was an, aber ja. Alleine besser zu zweit. Tja. Gut. Naja, sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Ja. Fuck that. Also ich könnte das ja nicht. Ich frage mich dann immer, was? Darauf kommt dann auch nie eine Antwort. Sie inspirieren mich. Das macht 150 Euro bitte. Pro Inspiration. Kann ich Ihnen das irgendwo reinstecken? Liebe Laura, ich weiß nicht, wann du diesen Spruch gehört hast. Ich persönlich gehe davon aus, dass es an eine Kasse war und es sich um Artikel und Geld handelt. Wenn nicht, hoffe ich, dass du ja gesagt hast und es war schön. toll, wie du dein Schicksal meisterst. Ja. Sag ich dem Typen im Spiegel auch immer am Morgen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Das ist jetzt auch so ein Spruch wie, seien Sie froh, da haben Sie wenigstens immer einen Sessel dabei. Finde ich gut, verwende ich selbst. Macht die Leute immer baff. Aber essen dürfen Sie alles, oder? Ja, ich bin halt nicht. Also ich mag halt nicht alles, aber dürfen, ja. Geht's? Es rollt. Ja. Ist das deine Betreuerin? Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich persönlich habe ja keine Betreuer. Weil ich hier alleine wohne und persönlich Assistenz habe. Und manchmal, da kommt zwar, dass ich auch mit Freunden unterwegs bin. Die Verwirrung ist irgendwie halb verständlich. Wobei ich es ja blöd finde, dass die Leute immer davon ausgehen, dass man einen Betreuer bei haben muss. Es könnte ja auch die Frau, die Freundin, der Freund, der Mann oder eben ein Assistent sein. Und ich glaube auch nicht, dass wenn vier nicht oder drei nicht behinderte sich treffen und der Einzelne, die einer der beiden fragt, ist das dein Wärter? Tja, weiß nicht, ob das vorkommt. Sag's mir in den Kommentaren. Ich kenne mich ja mit nicht behinderten nicht aus. Schläfst du auch im Rollstuhl? Ja, wenn ich betrunken bin. Denn da darf ich ja nicht fahren. Kennen Sie XY? Der sitzt auch im Rollstuhl. Tja. Da wir hier ja unter uns sind, muss ich euch jetzt
so ein kleines Geheimnis verraten. Es gibt eine Art Geheim-Society, die gab es schon lange, bevor es diese Social Networks gab, so mit Telefonketten und SMS-Ketten. Alle Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen und alle behinderten Menschen allgemein sind weltweit vernetzt und sind eigentlich eine sehr enge und intensiv sich austauschende Community. Und wir arbeiten alle zusammen und kennen uns alle. Das Problem jetzt mit diesen ganzen neumodernen elektronischen Social Media Sachen gibt es, dass eine Diversifizierung anfängt. Ja? Jetzt wollen dann die Blinden, die wollen sich jetzt abkapseln und die Taub- und Schwerhörigen wollen sich auch abkapseln und auch unter den Rollstuhlfahrern. Ich sag's euch, die Querschnittler wollen nicht mehr mit dem Zerebralparetiker zusammen. Und die, die Schädel-Hirn-Trauma, die wollen auch ihre eigene Community. Das Ganze, das ist nicht gut, wirklich nicht gut. Aber, nein, wir kennen uns natürlich nicht alle. Wie kommt man drauf? Das wäre, als ob man sagen würde, alle Blondinen kennen sich. Oder jeder, der Nike-Schuhe trägt, kennt alle Nike-Schuhträger, oder? Ich meine, man kennt auch nicht jeden iPhone-Nutzer. Außer Apple. Die kennen alle iPhone-Nutzer. Oh, guck mal, ein Rollstuhlfahrer. Kennst du den? Nein. Sitzt deine Freundin auch im Rollstuhl? Ich habe viele Freunde, einige davon sitzen im Rollstuhl. Wo will der Rollstuhl denn hin? Ja, ich hoffe immer dorthin, wo auch ich hin will. Es ist nämlich nicht immer so einfach. Ja, das war Rollstuhlfahrer Bullshit Bingo. Liebe Laura, ich bedanke mich für das Zusammentragen dieser Sätze. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal bitte. Und ja, das wär's soweit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächsten Freitag 16 Uhr, hier auf Marbacher TV. Mein Name ist Martin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Servus.